Hey Leute, heute mal kein normales Video, sondern ein kurzes Ankündigungsvideo. Und zwar ist es ja so, dass die Abgabefrist für die Steuererklärung 2023 Ende diesen Monats ist. Also bis zum 31. August 2024 müsst ihr eure Steuererklärungen abgeben für 2023. Also die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer und gegebenenfalls die Gewerbesteuer. Was ist am 31. August? Wochenende. Und das führt dann dazu, dass am folgenden Werktag die Steuererklärung beim Finanzamt sein muss. Das heißt am 2. September. Und wir haben an unterschiedlichen Stellen immer mal wieder ja, darüber diskutiert und rumgesponnen, dass es doch ganz lustig wäre, diese Steuererklärung zusammenzumachen. So war das früher ehrlicherweise. Ich habe ja irgendwann mal Steuerrecht gelernt und studiert und so weiter und habe dann für Oma und Tante und so weiter die Steuererklärung immer gemacht. Und das hat meistens so dazu geführt, dass ich am Wochenende mal vorbeigekommen bin. Dann gab es Kaffee und Kuchen und so. Und dann hat man sich 3 Stunden an den Schreibtisch zusammengesetzt oder so rund um den Küchentisch und hat mal alle Zettel rausgeholt und dann hat man seine Steuererklärung gemacht. So war das viele Jahre in meinem Leben. Heutzutage nicht mehr ganz so. Aber ich dachte mir, in der Streaming-Welt, auf YouTube und so weiter, funktionieren eigentlich Let's Plays ja gut. Riesenmarkt, anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie Computerspiele spielen. Entweder dabei zugucken oder dabei parallel auch selber zu spielen. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich lustig und ein Anlass, mal nicht Let's Plays zu machen, sondern Let's Steuererklärung. Deswegen an dieser Stelle, ich bin live am 18. August, am 25. August und am 1. September. Das ist jeweils ein Sonntag und zwar um 15 Uhr. Und dann werden wir einfach gemeinsam eine Steuererklärung machen. So stelle ich mir das zumindest vor. Also ich sitze dann vor Elster Online, ich teile meinen Bildschirm und mache einfach mal so eine Steuererklärung. Und ihr seid herzlich eingeladen, mit Kaffee und Kuchen euch zu Hause auch an euren Küchentisch zu setzen und mit mir gemeinsam zeitgleich quasi einfach eure Steuererklärung zu machen. Die muss ja eh gemacht werden, also lass es uns doch einfach zusammen machen, wie früher bei Oma am Küchentisch einfach zusammen die Steuererklärung. Also ist jetzt meine Historie, ihr habt wahrscheinlich früher bei Oma nicht die Steuererklärung gemacht, aber ich mache es jetzt mit euch statt mit Oma. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen. Ihr findet die Links zu den jeweiligen Streams schon einmal unten in der Videobeschreibung und auch als angepinnten Kommentar. Und ich würde mich super über Feedback freuen. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt mal auch in die Kommentare, was ihr erhaltet. Wenn ihr nichts zu sagen habt, schreibt einfach mal Hashtag Let's Steuererklärung rein. Genau, und dann würde ich mich freuen, wenn da ein paar Leute sind. Weil wenn ich da vollkommen alleine sitze, dann mache ich nicht dreimal meine Steuererklärung dieses Jahr.